So, jetzt aber. Jetzt haben wir alles soweit. Ah, es ist ganz schön frisches, kälter als gestern. Ja, vorhin ein bisschen Luft nachgepumpt. Aber ich glaube, das war sogar ein bisschen zu viel. Das hat mir wirklich viel gefehlt. Ja, die meisten fahren so um 1 Bar, 0,9, 1 Bar. Und dann ist es natürlich auch noch komfortabler von der Federung, weil die Reifen ja sozusagen mitfedern. Ah, die Fähre ist schon in Betrieb. Das ist ja gut zu wissen. Na dann. Oder ja. Dann könnte das Wetter morgen, es soll ja Nachmittag schlecht werden. Aber falls es doch nicht so schlecht ist, wie Sie voraussagen, dann werde ich in die andere Richtung fahren, Richtung Köln und nachher dann über die Fähre zurück. So, jetzt muss ich noch mal kurz anhalten und meine Rückkamera richtig einstellen, weil die ist nicht ganz richtig positioniert. Schauen wir mal.
bisschen so rüber. So, jetzt ist es richtig. Da ist das gute Stück versteckt, da hinten. Und ja, ich kann super schauen, was hinter mir passiert, ohne dass ich mich umdrehen muss. Und ja, habe mal alles im Blick, auch nach hinten. Hab keine depperten Spiegel, die erstmal scheußlich aussehen und meistens eh nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. Da habe ich natürlich hier mit dem Weitwinkel eine ganz andere Perspektive. Aber irgendwie kommt mir das Bild schief vor, weil ich den anderen Gimbal angemacht habe oder was? Ich weiß nicht genau. Na gut, fahren wir erstmal. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Sechsten Gang Unterstützung von der Peene. Und jetzt fünften Gang vom Elektromotor. Und schon sind wir ruckzuck auf 28, 29 km/h. Ja, alle vermummt. So, jetzt werde ich nochmal umstellen auf HDR. Das war jetzt 4K-Aufnahme mit 60 FPS. Und jetzt schauen wir nochmal, wie dann die Aufnahme mit HDR aussieht. So. Kurz aus. So, Schluck Wasser, ist wichtig. Und dann geht's schon weiter Richtung Vienna. Auf geht's, hinterm Salz frei, passt schon. So, jetzt habe ich die vollste Unterstützung, also beim Treten, bei der Eigenleistung. Das ist der siebte Gang. Oh, das ist mir noch ein bisschen zu schwer für den Anfang. Wenn man sechsten.
Jetzt kommen die Rennfahrer. Werden mich gleich überholen, aber sollen sie. Na wurscht. Servus, grüß euch. So, jetzt sind wir gleich dort. Die Nordbrücke. Boah, die Kätzchen überall, ist ja Wahnsinn. Super schön. So, das ist die normale Nordbrücke jetzt hier im Vordergrund. Und da, wo ich rüberfahre, das ist die gelbe dort. Die wurde extra gebaut, als die Nordbrücke saniert wurde, als Ersatzbrücke sozusagen. Und die ist jetzt weiter benutzbar, allerdings nur von Radfahrern und Fußgängern. So, und da biegen wir jetzt ab. Also da fahre ich ganz easy rauf, ohne mich anzustrengen. Ja. Welcome to Vienna. So, wir werden gleich mal anhalten und ein Schwenk machen. Das mache ich eigentlich immer. Die halte ich eigentlich immer an. Weil man hat man eine schöne Aussicht zur Uno City. Da drüben haben wir Kahlenberg und Leopoldsberg und die Weinberge. Da ist dann Richtung Langreinzersdorf und Korneuburg. Da ist diese orange Brücke, die wir vorhin gesehen haben. Ja, da geht es dann jetzt Richtung. So, hochheben, weiß nicht, ob das die Länder stört. Dort haben wir dann die Uno City. Dann der Millenniums Tower. Oh, es wird schon langsam grün. Ja, Verkehr ist natürlich immer auf der Nordbrücke, das ist klar. Ja, da steht mein geiles Fahrrad. Ja, das habe ich schon richtig lieb gewonnen jetzt. Und bin froh, dass ich sie gekauft habe. Natürlich rollen die typisch mit sämtlichen technischen Finessen. Video, Rückfahr, Display. Handy natürlich, das normale HMIW. Hier kann ich auch die DJI-Kamera befestigen. Wenn ich ohne Anzeigen filmen möchte. Ja, das ist hier die Rückfahrkamera. Das ist sehr praktisch, weil wirklich du immer im Bilde bist, was hinter dir passiert. Ob dich jemand überholen will oder was. Sehr
Feines Gerät. Kostet 70 Euro circa. Und weiter geht's, würde ich sagen. Warten wir noch die Rennfahrer ab und dann. Da habe ich so ein Drehgriff, das ist so zum Anfahren, das hilft bis 6 km/h. In Amerika kannst du das auch als Gasgriff verwenden. Und da darfst du auch 45 fahren. Das Fahrrad könnte normalerweise auch 45 km/h fahren, aber das ist hier für Europa gesperrt oder begrenzt sozusagen. Wobei, ja, wenn man das will und ein paar Einstellungen vornimmt, ist das überhaupt kein Problem, das Ding wieder hochzutrimmen auf 45. Aber das ist natürlich ja, gefährlich, weil wenn man da erwischt wird, die Strafen sind drastisch. Das ist bei uns in Europa verboten, also 25 km/h dürfen sie. Ich habe es ein kleines bisschen getrimmt auf 28. Aber ja. Leopoldsberg. Ja, hier ist die Schilfhütte, ein recht bekanntes Ausflugslokal hier an der Donau. Aber die haben natürlich ihre Pforten noch dicht. So viele schöne Tage waren bisher noch nicht. Ist ja auch meine zweite Tour gestern, die erste. Und heute die zweite. Und es gab so Beachvolleyball und solche Sachen. Oder hier ist Beachvolleyball neu. Hier musst du mal aufpassen, wenn du in die Ecke hast kommen. Aber keiner da heute. So, jetzt sind wir schon wieder in Langenzersdorf bei der Schleuse. Direkt neben der Autobahn, wie man unschwer erkennen kann. Da hinten ist der Bisamberg. Ja, geradeaus wird es jetzt direkt nach Langenzersdorf reingehen. 5 Minuten bis zum Quester. Aber wir brauchen ja nichts mehr hackeln. Wir fahren nach Hause.
Feuerwehr, es gibt mir wieder einen Stich ins Herz. Ja, da sieht man schön den Speicher, Köln-Neuburg. Das sind die Getreidespeicher. Da werden die Ernten aus der ganzen Umgebung hingekarrt von den Bauern und von dort aus dann per Schiff wird es dann verteilt in, weiß ich nicht, ganz Europa oder zumindest Österreich. Jetzt sind wir gleich zum Speicher und die Anlegestelle von der Fähre. Und davor haben wir das Tuttendorfel. Ein relativ bekanntes Fischrestaurant hier an der Donau. Jetzt muss ich noch mal anhalten, weil ich irgendwas verstellt habe am Handy. Gut, jetzt stehen wir da in dem Agrarspeicher Korneuburg. Da drüben ist die andere Fähranlegestelle von Kloster Neuburg. Da ist die von uns in Korneuburg. Fahren wir mal zum Donaublick. Ja, ehemaliges Avanti-Gelände. Neben mir stand ein Tankwagen. Wahnsinn, es ist 33, 34 Jahre her. Ja, fast 35. Oh, Wahnsinn. Zu heute. Ja, es zahlt sich noch nie aus.
Gut, dann trinken wir halt einen Schluck Wasser, was soll's. Das GPS-Signal deines Telefons ist verloren gegangen. GPS-Signal empfangen. Da noch mal die Rückfahrkamera. Mal ein fetter Akku. Zeitung. Ja. So, weiter geht's. Schauen wir mal, ob der Wolfgang brav hackelt. Na, Auto steht nicht da, oder? Schau ja. Schon wieder Frühschluss, das gibt's ja nicht. Hier sind noch ein paar Firmen. Aber meistens so Lager und sowas. Hier war ja mal ein Riesenwerft. Die haben die ganzen großen Schiffe für die Wolga, für die Russen gebaut. Der größte Arbeitgeber mal für Köln-Neuburg. Da sehen wir hier so einen Flussdampfer mit einigen Passagierkabinen. Die werden zum Teil hier auch instand gesetzt und überholt, aber ja, das richtig große Geschäft ist natürlich mit
mitten Ende der Sowjetunion war dann das Geschäft auch vorbei. Ja, also viele von diesen großen Passagierschiffen, die auf der Wolga gefahren sind, wurden hier in Korneuburg gebaut. Also immer noch die Reste von den riesigen Hallen. Und ich habe da mal ein ganz markantes Erlebnis gehabt. 1990 oder so muss das gewesen sein. Da war ich ja bei der Avanti und die Avanti hat ja so Tankschiffe gehabt, die auf der Donau gefahren sind und die haben Deutz-Motoren eingebaut gehabt. Und die mussten so regelmäßig in Überprüfung nach Köln. Und ja, damals war Österreich noch nicht bei der EU und ich bin ja Deutscher und immer noch deutsche Staatsangehörigkeit. Und ja, ich hatte natürlich, brauchte natürlich für Deutschland keine Arbeitsgenehmigung. Und dann haben die mich mit dem Deutz-Motor nach Köln geschickt. Und hier auf dieser Werft wurden die Motoren ausgebaut und wieder eingebaut. Das war schon eine ganz interessante Sache. Und von hier aus bin ich dann mit so einem riesigen Dieselmotor nach Köln-Deutz gefahren, mit dem LKW natürlich. Ja, da bin ich mit dem Zug zurück und ein paar Wochen später bin ich wieder raufgefahren mit dem Zug und dann das ganze Zeugs wieder abgeholt. Weil das war natürlich nicht so ganz ohne, weil da war natürlich ein extra Gestell gebaut worden für die Motoren, dass die am LKW auch sicher und ja, dass sie sicher transportiert werden könnten. Ja, langes her, Wahnsinn. Aber ich bin dann natürlich nicht an einem Tag von hier bis nach Köln gefahren mit diesem riesen Motor, sondern da habe ich dann übernachtet. Meistens in der Nähe von Frankfurt, dort im Steigerwald. Ah, schon nicht schlecht. Und natürlich auch gut bezahlt. Ja, heute ist ja nichts los gegen gestern. Gestern war ja hier die Hölle los, also Wahnsinn. Ja. Das fahre ich dann mal gerade ein Stückchen rein. Weil ich habe ja ein All-Terrain-Radl. Das ja für solche Offroad-Geschichten eigentlich gemacht ist. Ja, da gibt es ganz interessante YouTuber. Übrigens auch aus Ostdeutschland. Der eine, der wohnt in der Nähe von Hoyerswerda. Der kappt dann immer mit seinem Hemiweh die ganzen alten Tagebauwerke ab. Das ist ganz interessant, den schaue ich mir öfter mal an. Ja, ich werde noch mal ein bisschen abseits der Strecken fahren. Es ist ja, die Mary hat mich gefragt, ob schon die Blumen blühen. Jetzt kann ich ihr das mal zeigen. Wunderschön. So, dazu nehme ich die Kamera mal ab. Jetzt dürfte mir auch nicht fahren, wie die heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen sie schön aus. Weiß nicht, sind das schon Maiglöckchen oder sowas? Nö.
Ja, wunderschön. Ja, schön, wenn die Natur erwacht. Hier ist die alte Birken. Cool, ich bin eigentlich noch nie hier so abseits gefahren. Wird Zeit, dass ich mal ein bisschen was unternehme und erkunde. Werde ich alles machen. Vorher im Frühjahr habe ich das Fahrrad ja noch nicht gehabt. Ich habe ja das im September gekauft. Dann war die schöne Zeit bald vorbei, aber dieses Jahr werde ich das genießen und ausnutzen. Ja, man muss ja nicht immer schnell fahren, es ist ja schön, ganz in Ruhe, gemütlich lang zu fahren. Und ich kann nur sagen, mit dem Himmelweh macht das mega Spaß. Oh, was ist denn da? Oh. Was wir hier alles haben können, aber ist ja nicht zu glauben. Cool. Richtig schön. Ah, da können wir rüberfahren. Okay. Hier bin ich noch nie gewesen. Guten Tag. Boah, das muss auch was Neues sein. Das kenne ich nicht. Sieh. Ich hoffe, dass man das gut sieht. Ich mache von meinem Brustgurt aus die Aufnahmen. Also irgendwelche Nebenarme von der Donau sein. Anders geht es ja gar nicht. Oh, jetzt hat viel Mist zu zweig hier da drin. Na, super schön. Ja, ich glaube, ich werde jetzt im Frühjahr öfter mal die Hauptstrecken verlassen und ein bisschen die Gegend erkunden. Das ist natürlich nicht, wo ich rauskomme, aber ja. Ich fahre mal links zurück. Ja, auch wieder schön dort. Ja, mal sehen, wenn ich das alles richtig im Griff habe, mein ganzes Equipment zusammen habe. Vielleicht werde ich auch ein YouTuber und boah, so wirklich. Hoffentlich.
Und werde mal ein paar Aufnahmen ins Netz stellen. Auf YouTube. Einen Kanal habe ich ja. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ah, da ist die Holzbrücke. Okay. Gut. Ja, fahre ich nur vor bis zum Hauptstrom und dann drehe ich um. So, jetzt mal wieder am Hauptturm. War ja gestern schon. So, jetzt bin ich 26, 27 Kilometer gefahren. Jetzt kriege ich langsam Hunger und werde dann mal nach Hause fahren. Und heute Nachmittag werde ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen, wie man diese Aufnahmen am besten verarbeiten kann. Das heißt, Videobearbeitungstechnik und so weiter. Ich meine, ich habe ja ein paar Programme, aber ich weiß nicht, weil das andere Formate sind, die DJI aufnimmt. Oder ob es doch dieselben sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich. Ob das alles so funktioniert mit dem, was ich schon habe. Aber man kann ja schon allein mit dieser App am Handy soll man das schon machen können. Aber da muss ich mich erstmal mit beschäftigen und gucken, wie das geht. Ja, schön war es wieder. Ein bisschen kalt, aber ansonsten. Schöne Tour und mal ein bisschen was Neues. Also ja, nicht ganz Neues, aber jetzt. Also es gibt hier noch Möglichkeiten hier in der Au, wunderschöne Fleckchen zu entdecken. Ja, und das werde ich dieses Jahr früher machen. Ganz sicher. Man muss ja nicht immer so auf, wie ich sonst immer mache, auf Vollgas. Sondern man kann ja das auch mal gemütlich angehen und eher die Gegend genießen und die Natur anschauen. Und um auf Abwegen die Umgebung zu erkunden, ist dieses Himmelweh-Bike ideal. Wie gesagt, das kommt aus Amerika und dort. Habe auch schon Videos gesehen, die fahren dann mit am Sandstrand und in der Wüste und weiß der Hund wo, überall. Ja, hier ein Bewunderer. Super, hat er hier oben. Ja, wie gesagt. In Amerika ist das schon weiter verbreitet, das Rad. Und da darf man auch 45 mit dem Rad fahren. Ist aber genau derselbe Motor und alles. Es ist nur in der Elektronik für Europa gedrosselt. Also wenn man das will, kann man das voll aufdrehen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich weiß auch, wie es geht.
Oh, ein Wiener nur, sowas. Normalerweise ist das alles voll mit Wiener. Ah, ich sehe da unten. Oh, Wind ist scheiß kalt. So, jetzt war ich noch, Alter. Genug. So, das haben wir es ja geschafft. Boah, alles voll die Park. Da war ein riesen Parkhaus. Trotzdem parken die Leute da hinten. Ja. Alles voll. So, finito la musica, schön was.